Januar. Januar ist der erste Monat im Jahr, insbesondere im gregorianischen, im julianischen Kalender, also den europagültigen Kalender, heißt der Januar der erste Monat im Jahr. Es gibt auch noch weitere Namensformen für Januar. Januar heißt auch Hartung, also als Hartmonat. Januar wird auch als Schneemonat bezeichnet, als Eismond. Er ist der Wintermonat an sich und wird auch als der Wolfsmonat bezeichnet. Januar ist benannt nach dem römischen Gott Janus. Janus wird mit zwei Gesichtern dargestellt. Janus ist der Gott des Anfangs. Janus ist auch der Gott des Endes. Janus ist also auch der Gott der Ein- und Ausgänge. Und weil der Januar eben der Übergang ist zwischen dem alten und dem neuen Jahr, gilt er als Ende und Anfang. Der Januar beginnt immer mit demselben Wochentag wie der Mai des Vorjahres. Das ist etwas Interessantes. Der Januar hat 31 Tage und vom Astrologischen her, wenn du jetzt gerade diesen Vortrag auf Video ansiehst, dann siehst du jetzt den Gott Janus, der eben nach hinten und nach vorne schaut auf dem Video. Gut, der Januar vom Astrologischen her ist insbesondere der Monat des Steinbocks. Steinbock ist das Sternzeichen, das von Saturn regiert wird und steht für Einschränkung, für Askese, steht auch für Fasten. Januar steht damit auch für einen Monat, wo es gut ist, mehr spirituell zu praktizieren und einfach zu leben. Das ist auch, was viele Menschen machen nach dem Weihnachtsfest. Da ist danach angesagt, etwas weniger viel zu essen. Und Ende Dezember machen viele Menschen auch verschiedenste Neujahrsvorsätze, die sie dann hoffentlich mindestens im Januar umsetzen. Im Januar, um den 21. Januar herum, beginnt dann aber auch der Wassermann. Wassermann ist ein Moment, Wassermann beginnt. Ja, irgendwie ist da jetzt gerade etwas komisch. Also, Wassermann als Sternzeichen. Ich will gerade nochmal gucken, wann beginnt er. Ja? Also, ich will nochmal gucken, wann beginnt Wassermann. Sternzeichen Wassermann, das ist das, beginnt am 20. Januar meistens, also nicht am 21., sondern der Wassermann beginnt am 20. Januar und damit sind 12 Tage des Januars im Zeichen des Wassermanns. Wassermann als Sternzeichen, Tierkreiszeichen, steht für Revolution, steht für Offenheit, steht für große Veränderungen, steht auch dafür, dass man unkonventionell ist. Also interessanterweise auf das Konventionelle und auf das Einschränkende, auf die Askese des Steinbocks folgt die Leichtigkeit und die Offenheit des Wassermanns. Und so fällt ja auch in die Zeit des Wassermanns oft Shivaratri und oft auch die Fasnacht, wenn auch das eher im Februar ist oder sogar März. Also im März kann Shivaratri auch fallen, Fasnacht fällt meistens auf den Wassermann.